Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Ja, letzte Session habe ich das Spiel quasi einfach ausgemacht, nachdem wir hier Nati so ein bisschen hinterher gelaufen sind und musste quasi jetzt beim Spiel Neustart bei Ronan wieder starten mit diesem Reparo-Zauber. Doofer Fehler, muss ich mir auf jeden Fall mal aufschreiben, dass ich einfach auch mal speichern sollte. Dachte irgendwie, der Save-File ist quasi direkt an der Quest oder Quest-Start oder in der Quest. Ist es aber nicht, ne? So als kleiner Tipp mal am Rande, immer schön abspeichern, bevor irgendwas verloren geht und man alles doppelt machen muss. Ja, es geht jetzt auf nach Hogsmeade, freue mich endlich, kriegen wir unseren Besen hoffentlich und unseren eigenen Zauberstab, mit dem wir noch mächtigere Zaubersprüche dann eben wirken können. Bevor wir all das jetzt aber machen, würde ich mich freuen, wenn du im Video ein Däumchen hochgeben würdest, ein kostenloses Abo da lassen würdest, würdest du mich und meinen Kanal extrem krass mit supporten. Vielen, vielen Dank vorab auf den ganzen Support, auf alle Folgen, die ich hier auf YouTube schon hochgeladen habe. Vielen, vielen Dank von ganzem Herzen und Glocke aktivieren natürlich, damit du kein weiteres Video von mir zu Hogwarts Legacy verpasst. Jeden Tag neue Folgen sind versprochen. Ja, wir werden alles in diesem Spiel erkunden. Ich habe richtig Bock. Ich bin maximal gehypt. Konnte kaum schlafen die Nacht und wollte einfach weiter zocken tatsächlich. Ich bin hin und weg bis jetzt noch. Schreibt eure Meinung gerne mal runter in die Kommentare. Viel Spaß jetzt mit der Folge. Ab geht die Post auf nach Hogsmeade. Let's go. Alright, liebe Freunde, da stehen wir draußen im Hof. Da vorne, das könnte Hagrids Hütte sein, obwohl das kann eigentlich nicht sein. Die liegt doch eigentlich ziemlich weit abseits und da vorne ist einfach das Quidditch-Feld. Mann, es ist nach wie vor so schade, dass Quidditch nicht am Start ist und hier vorne trainieren sie schon so ein bisschen. Und alle Schüler sind hier draußen einfach fantastisch, Mann. Absolut fantastisch. Und die tragen ziemlich coole Roben, ja? Ziemlich geil. Muss man wieder drauf klarkommen, wie gesagt, ey, die Nacht, ich konnte kaum pennen. Ich wollte einfach nur weiterzocken. Ey, kennt ihr dieses Gefühl? Kennt ihr dieses Gefühl, einfach weiterzocken zu wollen, weil man so hyped ist auf ein Game, auf das man so Ewigkeiten gewartet hat? Und da würde ich gerne hin zu diesem Turm. Der sieht geil aus. Ja, also der Hype, wie gesagt, bei mir persönlich, für mich persönlich jetzt nach den ersten paar Stunden im Game, ist fantastisch. Ich habe so Bock, einfach weiterzumachen, alles zu erkunden, die Story weiter zu erfahren, weiter besser zu werden mit den Zaubern und. Es ist, ja, es ist ein Kindheitstraum, geht hier wirklich in Erfüllung, ja. Oh! Ein Testral. Testrale? Oh! Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich. Ja, es nervt so mit dieser Quest. Das nervt so, dass man direkt immer die Quest fällt dann. Okay. Gehen wir los, oder? Gehen wir los nach Hogsmeade? Gehen wir zu Fuß, oder wie? Okay, wir gehen zu Fuß. Gehen wir zu Fuß, alles klar. Ja, wie gesagt, also für mich persönlich, Kindheitstraum geht hier einfach in Erfüllung mit diesem Game. Dass man einfach dieses gigantische Umland von Hogwarts hat, das gesamte Schloss Hogwarts hat zum Erkunden und wirklich überall einfach rein kann. Na klar, ein paar Türen sind noch verschlossen, die man dann eben bei höheren Stufen erst öffnen kann, aber es ist Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Boah, ich finde Schnee ziemlich cool. Also wir werden auf jeden Fall im Winter nochmal hier zurückkommen nach Hogsmeade. Okay, was haben wir denn hier drüben? Florfliegen in dieser Gegend. Aha, was ist so besonders an ihnen? Sie sehen interessant aus. Okay, dann nehmen wir mal ein paar. Können sie auch in Tränken verwendet werden. Florfliegen. Nice. Und wir gehen ja eh in so einen Zaubertrankladen da mit, ne? Okay. Okay, die kann ich nicht looten. Schade. So, lass mich raten. Die sind auf jeden Fall wie viel Megatränke, ne? Okay, Hogsmeade kann ja nicht so weit weg sein, wenn wir hier zu Fuß hinlatschen, tatsächlich, ne? Sieh mal. Oh, oh. Hippogreife. Wo? Aus dem verbotenen Wald. Wo? Etwas muss sie aufgeschrieben haben. Oh, nice. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Rebellion. Alright, let's go, Nati, let's go. Ein paar Pilze mitnehmen. Haubenhüpfender Giftpilz, ja, nice. Haubenhüpfender Giftpilz. Hippogreife schon gesehen? Ja, haben wir gerade gesehen. Wahnsinn, na, fliegen sie einfach noch hier so rum, die Hippogreife, ne? Boah, hier dieser, das ist doch hier vom Gewächshaus, oder? Boah, da müssen wir auch noch hin. Bester Sprelawney oder wie hieß der, ne? Dort links ist der verbotene Wald. Oh. Schüler verboten, wie der Name schon sagt. Oh, 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 oh. Warum ist der verboten?
Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Forbidden Forest. Hinter der Ruine. Dangerous. Okay, nice. Ey, ist der Eingang zum verbotenen Wald einfach. Ey, da müssen wir rein, oder? Da müssen wir doch rein. Ich rufe mal gerade die Map auf. Können wir jetzt die ganze... die ganze Map sehen. Wahnsinn, okay. Okay. Quasi in Gebiete aufgeteilt, ja. Eins, zwei, das ist der verbotene Wald. Das ist aber dann ziemlich groß, ne? Das ist aber dann ziemlich groß. Crazy. Und auch generell hier das Umland. Okay, nice. Was haben wir denn hier? Okay. Hogsmeade. Ah, Hogsmeade ist da vorne, okay. Alles klar. Hier werden wir auf jeden Fall hin zurückkommen. Und dort uns rumtreiben ein bisschen. Let's go. Das sieht schon imposant aus, oder? Kann man nicht anders sagen. Jetzt müssen wir uns mal kurz den Blick hier geben, oder? Das mit dem gesamten Schloss hier, das ist schon... Boah, ist schon mega crazy. Hier die Hütte, wo Snape gestorben ist, dann mit Voldemort, ne? Boah, guckt euch das an, ey. Du kannst überall da rein. Das kann man nicht oft genug sagen. Verrückt. Komm. Natti, jetzt aber schnell. Ich will mal einen Besen holen. Was bringen Sie denn für Waren? Also wenn es nach mir ginge, würde ich ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Schließlich bist du auch neu hier. Das hat sie gesagt? Sie weiß mehr über mich als... Levioso! Okay, man kann es einfach zerstören. Ich wollte schon sagen, ey. Blaumenfarbener Samtumhang. Mhm. Schön in lila, weltbeste Farbe aller Zeiten. Aber wir bleiben erstmal, wie gesagt, beim Slytherin-Umhang, bis wir so ein bisschen weiter vorangeschritten sind. Finde ich irgendwie geiler irgendwie mit dieser, für die Immersion einfach als Schüler hier mit dem Klassenumhang dann eben auch. Aktuell auf jeden Fall noch. So. Hast du dich schon eingewöhnt? Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Lake? Alles war so neu und fremd. Ja, hier drunter ist dann ja unser Gemeinschaftsraum, ich gewöhne mich, ne? Langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Oh, Kristalle. Ich vermisse meine Heimat, aber hier ist es auch schön. Und das Land zu erkunden hat mir sehr geholfen. Mondstein, nice. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Ja, also ich fühle mich nach einem Tag schon absolut zu Hause. Kann ich nicht anders sagen. Revelio. Perfekter Aussichtspunkt eigentlich für eine Seite, aber nein. So, das sieht doch nach Hogsmeade aus da oben, oder? Das sieht doch nach Hogsmeade aus. Mr. Moon! Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Mr. Moon! Was mitgenommen aus. Was ist denn mit dem los? Was passiert, Mr. Moon? Hau mal raus. Hallo, Mr. Moon. Wurde er hier extra von wie hieß der? Runewood angegriffen? Sie sollten umkehren, Miss Oney. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Geist. Hässlich, haarig. Furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Okay, ein Demi-Geist. Was immer das noch sein soll. Ein Demi-Geist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Mondstein, das klingt auf jeden Fall selten und wertvoll. Fester. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen, nicht nur Hogsmeade. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. 1000 Schilder. Bei all den Gerüchten über Kobold. Station. Schön, jemanden an Aranshire, Brockborough. Zu wissen, Natti. Keenbridge. Irgendwelche Froschschenkel, Hogsmeade. Oh, geil, Mann. Geil, ey. Diese Welt ist so fantastisch. Ich muss, glaube ich, gleich heute Abend einfach nochmal mit Harry Potter anfangen. Und da sind wir. Da sind wir einfach in Hogsmeade. Jo, Mann. Wahnsinn. Da müsste ja auch irgendwie die heulende Hütte hier am Start sein, ne? Oh, yes, Mann. Hogsmeade. Und da wären wir. Und? Wo sollen wir anfangen? Ollivander. Für Butterbier muss man in die drei Besen. Und im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Ich habe hier keinen Lieblingsladen. Das ändert sich bei jedem Besuch.
Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Ja, da werden wir öfter hier hinkommen auf jeden Fall, aber es ist Gänsehaut. Wie gesagt, es ist für mich Nostalgie pur einfach. Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Ein Zauberstab. Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst, und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Wie alt ist Ollivander dann bitte in Harry Potter Filmen? Wir sehen uns später. Das Dorf Hogsmeade steckt voll interessant in Interessenspunkte, Läden und andere interessanter Dinge, die du mit Hilfe deiner Karte in Handbuch entdecken kannst. Karte öffnen. Jo, auch so eine kleine eigene Welt hier, ne? Friseur, Madame Snellings Lockenporium. Okay, das ist Ollivander. Nee, Schnabel und Brut. Ein Geschäft für Tierwesen bedarf. Nice. Die werden wir uns natürlich auch alle holen. Platz von Hogsmeade, zentraler Platz. Okay, da müssen wir hin, ne? Genau, Pippins Zaubertränke, Ollivander. Und was haben wir hier? Spin Twitches, Sportbedarf. Aber... Ah, das ist eine Auswahl an Besenbieter, okay. Und Wälz von Schriftrollen, Fachhandel, okay, nice, nice, nice. Was haben wir hier, ein Feuerwerk? Komm, wir gehen erstmal zum Friseur, oder? Oder ich gehe einfach mal hier rein, okay, da brauche ich irgendwas. Ich muss quasi überall hin, außer zum Friseur. Ist ja der helle Wahnsinn, oder? Zonkos. Nice, ey. Nice. Okay, ab geht's. Erkunden. Hier kann man Feuerwerk kaufen. Das ist doch dann hier irgendwann der Laden von den beiden, von den Weasley Brothers, oder? Yo, Moinsen, ich bin da. Yo. Geil, Mann. Geil. Ich will das haben. Okay, okay, okay. Rebellion. Jo, die Seite gönne ich mir. Wer sich mit diesem Stück Seife waschen möchte, kann sich auf ein amphibisches Erlebnis der besonderen Art einstellen. Wenn die Seife unter Wasser gehalten wird, bahnen sich kleine Kaulquappen ihren Weg durch den Schaum. Ja, nice. Hier gibt's auch den größten Quatsch wieder aller Zeiten. Und Stufe 5 erreicht. Oh! Ja. Geil, ey. Geil. Fühl ich, ey. Was haben wir denn noch hier? Ziemlich kleiner Laden, ey. Ey, das ist doch hier so der von den fantastischen Tierwesen, oder? Okay, was können wir hier noch tun? Was war das denn? Okay. Yo, yo, einfach mal hier Giftexplosion, nice. Der steht einfach da in der Ecke rum. Alles klar. Geh mal raus. Wir kommen wieder, wenn die Weasleys den Laden hier übernehmen. Raus hier. Na, ab zum Friseur. Gucken, ob wir jetzt einen Bart machen können oder so. Oh, die Musik hier gefällt mir. Sehr, sehr atmosphärisch. Sehr, sehr atmosphärisch. Kann man das Schloss im Hintergrund sehen? Ja, tatsächlich. So, dann gehen wir mal hier rein, oder? Hallo. Einen wunderschönen guten Tag, Madame. Hallo. Oh, nur hereinspaziert. Willkommen in Madame Snellings Lockenporium. Ich muss mich sicher nicht erst vorstellen. Früher nannten sie mich Snelly. Oh, Snelly, warum machst du nicht die Ausbildung zum Auror? Aber denen habe ich's gezeigt. Die verstauben im Ministerium und ich bin hier erfolgreich. Sehr erfolgreich. Aber sehen Sie sich an. Sehen Sie sich an. Ich verstehe, fantastisch, warum oder? Sie zu mir gekommen sind. Hallo. Auf der Suche nach Veränderung? Ich würde mir gerne einen Bart wachsen lassen, ja. Wieso nicht? Welche Art Veränderung? Manche wollen diesen ausgezehrter Muggel auf der Schwelle des Todes. Aber Gifte werden Sie hier keine finden. Wer braucht Chlorkalk oder Ammoniak, wenn es Magie gibt? Überlegen Sie eine Weile, wie Sie aussehen wollen. Ändern Sie auch Ihre Frisur, wenn Sie möchten.
Ja, genau. Zeig mir her, was Welche du kannst. Welche Dienste bieten Sie an? Zeig mal her da. Was würde Sie denn interessieren? Ja, gut. Quasi alles das, was wir schon haben. Okay, dann hau mal ab. Dann hau mal ab. Zu dir kommen wir nicht mehr wieder, Jausen. Geldverschwendung hier. So, okay. Dann gehen wir erstmal zu Ollivander tatsächlich, würde ich sagen, oder? Das Wichtigste vor. Was haben wir hier? Ein Bekleidungsgeschäft für elegante und exzentrische Zauber. Okay, wir sind ja direkt da. Dann gehen wir da einmal kurz vorbei. Checken mal ab, was es da für geilen Scheiß für uns gibt. Okay, alles verschlossen. Oh, Wahnsinn, das sieht so cool aus. Man ist gerade im Bau. Muss man mal beobachten, ob das ja über die Jahreszeiten, ob sich das Gebäude hier verändert. Oder ob das für das ganze Game eine ganze immer so bleibt. Nice. Herausforderung abgeschlossen. Easy. Ey, diese Architektur der Gebäude, ne? Ist fantastisch, ey. Fantastisch. So, was hast du zu bieten für uns an geilem Stuff? Okay, ich kann nicht mit ihm sprechen. Erstmal ein Teechen. Oh, schon wieder diese Augenkiste, ne? Was hat's damit auf sich, ey? Was hat's damit auf sich? Da fliegt noch eine Seite, die kann ich mir vorher drin eh nicht holen. Okay, Loot. 38 Gold. Also, ich würde jetzt gerne mit dir quatschen. Warum willst du kein Geld verdienen an mir, oder wie? Ich glaube, ich klau dich erstmal. Jo, jo, jo. Sehr gut. Okay, ich kann nicht mit ihm sprechen. Ich verstehe es nicht. Dann hat er Pech. Das ist ein Bug oder so? Keine Ahnung. Schade. Hat gerne mal geschaut, was man hier sich jetzt Freshes kaufen kann. Okay, Platz von Hogsmeade. Vielleicht soll es auch einfach noch nicht sein. Komm. Komm. Wir gehen zu Ollivander und machen unseren eigenen Zauberstab, den mächtigsten, den Hogwarts je gesehen hat. Abgesehen vom Elderstab natürlich. Ja. Nice. Süßigkeitengeschäft. Das ist Ollivander, er steht doch da. Markers auf fein Zauberstäben. Sins 382. Ja, crazy, Mann. Rein hier. In die gute Stube. Prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Jo, geil, Mann, wie das hier aussieht. Wahnsinn. Überall Zauberstäbe. Kommt er jetzt auch angesaust mit seiner Leiter? Ich bin gleich bei. Ah, Sie sind es. Einen Moment, bitte. Ah, guten Tag. Ich suche einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Definitiv. Ja. Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer fünften Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut yep. mich, Sie kennenzulernen. Wirklich? Gleichfalls. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Mächtiger Kern, da bin ich dabei. Probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Nicht mächtig genug, Ollivander. Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Drachenherz hört sich immer gut an. Probieren Sie diesen aus. Der sieht aber kacke aus. Hallo, was ist das denn für Quatsch? Ach, Herr G.
dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Ah, da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Ah, nice, wir können echt noch formen. Schwarzdorn, Phönixfeder, biegsam, 14, ein Viertel Zoll. Variation? Wirklich interessant. Okay, nice, cool, cool, cool. Ich glaube, ich bleib. Nehm das mal als Opt. Geil, nice. Ja, das sieht zu simpel aus. Das muss nur so ein bisschen. Genau, so ein bisschen Special muss der schon am Start haben. Nice, und da gibt es pro Ding eben auch noch andere Variationen. Hm, der sieht cool aus. Wirklich interessant. Hm, ich glaube, ich nehme den hier, oder? Oder den hier. Ich glaube, ich nehme den. Im dunklen Design. Holzart. Schwarzdorn. Wirklich interessant. Ändert sich da irgendwas an der Optik? Weißdorn, Tanne, Ulme, Haselnuss, was gibt's denn hier alles? Lorbeere, Ahorn, Birne, Apfel, was ist denn gut? Ist die Frage. Schwarze Walnuss. Schwarzdorn. Komm, wir bleiben bei Schwarzdorn. Okay, wird er dementsprechend kleiner, ne? Wir nehmen 14, ein Viertel Zoll, biegsam. Das macht da keinen Sinn, glaube ich, alles, oder? Sehr biegsam, biegsam, hart, starr, unnachgiebig, leicht nachgiebig, geschmeidig. Wir machen. Wo war denn jetzt geschmeidig? Wo war geschmeidig? Peitschen. Oh, Peitschen ist auch gut. Geschmeidig. So. Zauberkern, der Drachenherz, Faser, Einhornhaar oder Phönixfeder? Das Haar eines Einhorns, das als Zauberstabkern dient und bekanntlich beständige Magie erzeugt. Mächtige Magie erzeugt. Dient und eine große Brandbreite an Magie erzeugen kann. Wir nehmen mächtige Magie, oder? Ein Stab mit Drachenherzfaser ist sehr mächtig. Und lernt schnell. Perfekt, das wollen wir. Ja gut, ich glaube, wir haben alles, Freunde, oder? Ich glaube, wir haben alles. Oder den hier. Wirklich interessant. Honig. Ringe, dunkle. Ah, komm, wir nehmen den hier. Kaufen, let's go. Das wird unser erster eigener Zauberstab. Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Und so beginnt deine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Grandios. Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Auffallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Das will ich meinen. Ein Drachenherzfaser-Zauberstab kann spektakuläre Magie wirken. Oh yes. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Ja, könnte man den dann hier optisch anpassen, glaube ich nur, oder? Weil jetzt haben wir ja einen, ne? Revelio. Da hier irgendwas. Nice. Okay. Hatten wir nicht irgendwie schon was bekommen für unseren Zauberstab tatsächlich?
Wo war das denn? War das bei Ausrüstung, ne? Zauberstab, Griffe, genau. Da hat man nämlich schon andere Griffe am Start. Genau sowas hier. Guck mal, das macht so direkt nochmal krasser einfach. Genau, den packt man direkt drauf. Ausrüsten, rauf da. Geil, Mann. Sieht ja direkt nochmal stylischer aus. Unser lila Umhang. Oh, ist okay. Der Pelzmantel, der ist auch immer noch ziemlich cool. Ja, der gibt mir aber quasi 4 Verteidigung nur. Ja, oder? Ne, noch nicht mal. Noch nicht mal. Man kann den sogar noch verbessern oder verkaufen. Ich bleibe erstmal dabei. 324 Gold haben wir schon. Wir können uns quasi alles kaufen. Wir sind reich. 1000. So. Erstmal einer wegklatschen. Ja, warte mal. Okay, liebe Freunde, ich würde sagen, die anderen 3 Geschäfte schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ey, die Zeit vergeht aber auch wie im Flug hier pro Folge. Das kannst du keinem erzählen, ey. Es geht immer weiter, Gespräche über Gespräche, neuen Stuff und. Es ist einfach crazy. Es ist einfach crazy. Tierwesenbedarf brauchen wir alles noch nicht. Das hier brauchen wir auch nicht. Magische Rübe. Wir gehen jetzt hier in den Zaubertrank. Dann holen wir uns einen Besen und dann gehen wir hier rein und dann schauen wir mal weiter. Ich bedanke mich, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für den nicen Support. Ich hoffe, die Folge hat gefallen. Wenn ja, Däumchen hoch und einmal auf mein Profilbild klicken, welches du jetzt neben meiner Cam siehst. Damit würdest du mir ein kostenloses Abo dalassen. Würdest du mich und meinen Kanal extrem krass mit supporten. Vielen, vielen Dank natürlich vorab an den Einzelnen, der schon getan hat. Affengeil von euch. Dankeschön. Glocke aktivieren, dass du kein weiteres Video von mir zu Hogwarts Legacy verpasst und natürlich zu allen anderen Games, die noch so rauskommen werden, werden wir hier gemeinsam auf diesem Kanal zocken. Aber Hogwarts Legacy werde ich mir alles anschauen in diesem Spiel, was man machen kann. In der nächsten Folge gehen wir hier rein. Zaubertränke, Besen und. Würde mich freuen, dich auch dort begrüßen zu dürfen. Habt einen schönen Tag. Mach was Schönes draus. Danke, dass du da warst. Bis dahin. Ciao mit V.